Hallo, es ist wieder Montag. Ihr fragt euch wahrscheinlich schon, was wir heute mit dem leeren Bierkasten machen wollen. Und zwar wollen wir den leeren Bierkasten als Stepbrett-Ersatz benutzen. Wer merkt, dass ihm das vielleicht zu wackelig ist, zu hoch ist, in den Knien oder Fußgelenken irgendwie unangenehm ist, der kann das auch weglassen. Ja, es gehen auch alle Übungen ganz normal wie sonst auch auf dem Boden, auf der Matte. Wir setzen uns auch irgendwann drauf, beziehungsweise legen wir uns mit dem Bauch auf. Und da der Kasten doch ein bisschen hart und ungemütlich ist, brauchen wir ein Kissen. Ja, einfach zum Polstern. Ihr braucht da kein Handtuch rüberpacken. Ich wollte nur keine Werbung machen. Ja. So, dann. Und wie gesagt, Schuhe, weil es beult ja doch ziemlich durch. Ne? Tut sonst ein bisschen sehr weh. So, dann hoffe ich, dass ihr alles habt. Und dann legen wir erstmal los. Ich stelle mich seitlich, damit ihr mich immer seht, beziehungsweise gibt mein Platz auch nicht mehr her. Wir tippen erstmal ganz locker im Wechsel vorne auf dem Kasten auf. Ganz locker. Ja, bleibt schön aufrecht, Bauchspannung. Und dann einfach im Wechsel nach vorne boxen. Das boxt immer der entgegengesetzte Arm nach vorne. Und die Fersen tippen auf. Ja, wie gesagt, das geht auch alles ohne Kasten. So, lass die Arme mal kurz weg. Jetzt immer jeweils Zehenspitze, Zehenspitze auftippen, dann Ferse, Ferse. Zehenspitze, Zehenspitze, Ferse, Ferse. Also jeweils einmal. Und dann boxen wir dazu wieder. Boxt immer der entgegengesetzte Arm nach vorne. Eine Runde nochmal Zehenspitzen, nochmal Fersen. Und dann zieht er die Knie direkt vorne hoch und wir tippen hier über Kreuz an. Die Beine weiter außen hochziehen. Wir drehen uns mit aufrechtem Oberkörper zum Bein hin. Ganz locker antippen, den anderen Arm Stück für Stück weiter nach hinten ziehen, dass wir die Schulter öffnen. Und dann Hände weglassen, Side to Side machen, außen auftippen, rollt über den ganzen Fuß ab und wir lassen die Arme locker hin und her schwingen. An der Seite immer höher ziehen, richtig lang nach oben rausziehen. Und dann lassen wir die Arme im Wechsel rechts rumkreisen und links rumkreisen. Ja, zieht euch nach oben raus, macht euch lang. Lasst die Arme einfach runterfallen. Und wieder unten lassen. Die Beine gehen gestreckt zur Seite weg. Nehmt den Oberkörper ein bisschen mit rüber. Dann ohne abspreizen, wieder nur Side to Side machen und wer mag, macht kleine Hüpfer. Locker abdrücken. Wieder ohne springen. Mit geöffneten Beinen marschieren. Locker tippeln. Aber mal zur Seite boxen. Lass die Schultern tief. Beine schließen. So ein bisschen ranwandern an den Kasten. Bisschen. Und stehen bleiben. Wir stellen uns aufs rechte Bein, also je nachdem, auf welcher Seite ihr jetzt vom Kasten steht, anderes Bein mal raufpacken. Und hier jetzt heben und senken. Höchstens auftippen. Lehnt den Oberkörper ein bisschen mit rüber. Denkt an die Bauchspannung. Fuß Richtung Körper ziehen, Knie und Fuß zeigen nach vorne. Oben halten, 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 halten und dann raufsetzen den Fuß. Jetzt probiert er erstmal aus, wir wollen mit komplettem Gewicht rauf,
ob euer Kasten wirklich gut steht und nicht umkippt. Ja, also die stehen, finde ich, erstaunlich gut. Sonst setzt den Fuß einfach wirklich mittig. Ja, durchbrechen tun die, glaube ich, nicht. Also ich hoffe es. So, und zwar, jetzt geht es immer rauf und hier auch einfach nur antippen. Arme ganz locker mitschwingen. Und dann das Knie mit hochziehen. Hoch, hoch. Ja, schön im Standbein arbeiten. Der Anfang ist mal sehr beinlastig und po-lastig. Noch 4, 3, 2 und unten bleiben. Wieder ganz locker tippen. Und wir tippen mal zur anderen Seite rüber. Und dann aber wieder stehen bleiben. Bein abspreizen, Fuß, Knie zeigen nach vorne, Bauchspannung und das Bein wieder heben und senken. Oben halten, 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 halten und auch wieder absetzen, dass ein dichter kommt. Und dann gucken wieder, dass man wirklich mit dem ganzen Fuß auch drauf ist. Hochdrücken, antippen. Und das Knie mit hochziehen. Bei eurem Standbleiben bleibt immer die Ferse auch auf dem Kasten. Wieder locker lassen, wieder tippeln, ausschütteln, lösen. Wir tippeln wieder zur anderen Seite rüber. Ihr könnt auch hinten lang tippeln, total egal. Bisschen schneller werden und dann richtig Gas geben. Zieh dich hintereinander weg, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und wieder marschieren. Und dann geht er mal mit den Händen außen an den Kasten ran. Ja, oder oben rauf. Probiert aus, was am besten für euch geht. In den Stütz kommen. Arme sind senkrecht. Schultern wegschieben. Step touch hin und her. Nach rechts, nach links. Rechts, links. Den Körper so gerade wie möglich halten. Wie gesagt, Arme senkrecht lassen. Fangt nicht an, den Kasten wegzuschieben oder ihn auf den Boden machen. In der Mitte bleiben wieder und dann hochkommen, aufrollen, Schulter mal kurz kreisen lassen und dann steigen wir immer rechts, links rauf, rechts, links runter, rechts, links, rechts, links. Guckt gut hin, auch hier möglichst den ganzen Fuß raufsetzen, nicht nur den Ballen, nicht nur die Zehenspitzen, sondern komplett raus, damit ihr nicht umknickt. Ja, wer jetzt nichts hat, der kann auch einfach hier rechts, links, vor und zurück machen. Dann aber ruhig ein bisschen schneller. So, wer möchte, kann ja auch so einen kleinen Hüpfer rauf machen. Hüpfer rauf. Und wir wechseln mal die Richtung. Sprich, wir gehen mit links zuerst drauf. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ganzen Fuß rauf und auch hier der Marc macht einen kleinen Hüpfer rauf. Oben nochmal unten bleiben. Gleicher Schritt, nur dass wir ihn immer im Wechsel machen. Das heißt, wir gehen rechts, links rauf und links, rechts rauf. Rechts, links, rauf, runter, links, rechts, rauf, runter. Ihr könnt auch vor euch herreden, ne? Guck mal, rechts, links, rechts, links und dann links, rechts, links, rechts.
wenn wir den Rhythmus jetzt dann haben, Beine nach hinten abspreizen. Ja, links geht's auf, rechts abspreizen. An sich bleibt dieser Bewegungsfluss so. Ja, nur dass wir eben nicht mit beiden Füßen raufgehen. Rechter Fuß ist oben, dann ist der linke Fuß oben. Denk da nicht so viel drüber nach. Lass aber den rechten Fuß drauf. Immer nur links abspreizen, runtergehen. Abspreizen, runtergehen. Und dabei die Arme über Kopf ausstrecken. Versucht nicht so runter zu plumpsen. Weiches Abrollen. Noch zwei. Und einen noch. Und kurz runter. Einmal ausschütteln. Seite wechseln. Linken Fuß auf. Auch wieder nach hinten abspreizen. Langsam senken, abrollen über den Fuß und dann die Arme wieder über Kopf mit ausstrecken. Als wenn ihr so nach vorne springen wollt. Einmal noch und wieder unten bleiben. Nochmal tippeln. Beim Tippeln die Beine öffnen und schließen. Mal geöffnet lassen, kurz richtig Gas geben. Zügig hintereinander weg. Bauch ist fest. Noch 4, 3, 2, 1 und locker lassen. So, dann nochmal seitlich. Jetzt immer, nochmal rauf, wir bleiben stehen, hüftbreit ungefähr. Genau, Kniebeuge machen, richtig runter, ja? Also dass er mit dem Oberkörper auf den Oberschenkel hier ankommt. Und beim Hochkommen jetzt das Bein zur Seite abspreizen. Weich abrollen, tief gehen. Er geht richtig mit dem Bauch, mit der Brustrichtung. Oberschenkel. Ihr bleibt mal oben stehen. Bein könnt ihr hängen lassen. Versucht mal relativ dicht an der Kante zu stehen. Und zwar die Hüfte jetzt hier hochziehen, senken. Hochziehen, senken. Euer Bein hängt ganz locker runter. Ja, hier gehen Rippen und Becken zusammen, auseinander. Zusammen, auseinander. Ja, jetzt also gerade hochziehen, runter. Hoch, tief. Schön Gleichgewicht halten. Und ganz runter. Wir lassen den Fuß mal drauf. Vierteldrehung. Großen Ausfallschritt machen. Wenn es zu wackelig ist, nehmt den Fuß auf den Boden. Bleibt aufrecht und auf und ab bewegen. Ja, auch hier, wie immer, könnt ihr die Zehenspitzen gerade so noch sehen vorne. Fuß zeigt vorne wirklich geradeaus. Und oben bleiben. Fuß runter, ausschütteln. So, dann stellt euch mal, oder tippelt mal davor, ein bisschen kurz ausschütteln. Dann davor gehen.
Beine ziemlich weit öffnen, Arme nach hinten nehmen, wir wollen Kniebeuge machen und ihr tippt mit dem Po möglichst auf. Ja, also ihr müsst schon ziemlich weit runter, Fersen bleiben am Boden, trotzdem jeder wie er kann, ja. Die Knie bleiben schön außen hier, nicht nach innen drehen und nicht hinsetzen. Und umbleiben. So, dann geht's zur anderen Seite. Ich habe keinen Platz. So, Fuß wieder rauf. Ungefähr Schulter-Hüftbreit stehen. Auch hier wieder Kniebeuge. Oberkörper geht Richtung Oberschenkel beim Hochkommen. Das Bein abspreizen. Weich abrollen, nicht runterplumpsen. Auch hier, es geht alles auch ohne Kasten. Noch zwei und dann bleiben wir wieder oben an der Kante ungefähr stehen, Hüfte ist erstmal gerade und dann abknicken, hochziehen, das Bein an sich könnt ihr ganz locker hängen lassen, ja, wieder Rippen und Becken zusammenziehen, auseinander, zusammenziehen, auseinander. Und wir gehen wieder runter. Für die Drehung. So. Fuß hinten drauf lassen, wenn es unangenehm ist, Fuß runter. Bleibt aufrecht und dann wieder aus für Schritte. Auf und ab machen. Und wieder oben bleiben, ausschütteln, locker. So, dann gehen wir nochmal in den Stütz. Gehen wir mal auf die Seite. Wieder Hände außen an den Kasten. So, Arme sind senkrecht. Ihr versucht jetzt mal rechts, links runter zu gehen, rechts, links wieder rauf. Rechts, links runter, dass ihr den Kasten zwischen den Armen habt. Rechts, links rauf. Wenn es nicht geht, bleibt im Stütz. Und mal andersrum, also mit links starten. Links, rechts. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und einen noch. Und dann wieder hochkommen. So, mal kurz ausschütteln, Hände ein bisschen lockern, Schultern nochmal kreisen, atme nochmal tief durch. Nochmal ganz locker tippeln. Und dann machen wir nochmal eine Runde am eine Übung im Stütz. Müsst ihr mal ausprobieren. Wer jetzt keinen Kasten hat, da könnte es ein bisschen schwierig werden. Und zwar Stütz
Und ihr versucht jetzt einfach mal hier die Knie in Richtung Brust zu ziehen. Wirklich Richtung Brust. Ja, Bauch ordentlich anziehen. Ihr könnt auch einen Zwischenhüpf machen. Und wirklich Knie zur Brust ziehen. Und unten lassen. Puh, Arme wieder ausschütteln. Lockern. Und dann legen wir mal das Kissen drauf. Noch nicht hinsetzen. Erst nochmal Kniebeuge. Wie eben schon mal. Danach setzen wir uns aber kurz hin. Arme nach hinten nehmen. Nochmal mit der Hüfte. Mit dem Po wirklich weit runter. Schaut schräg nach vorne, lange Halswirbelsäule. Und hinsetzen. So, ich drehe mich mal seitlich, dass ihr mich wieder besser sehen könnt. So. Dann Rücken gerade lassen, nach hinten lehnen. Arme, wenn es geht, locker lassen. Wenn es zu wackelig ist, der stabilisiert hier ein bisschen. Hände ran. Beine nach innen anheben und dann hier Beine beugen und strecken. Atme nicht vergessen. Wie gesagt, ihr könnt die Hände auch locker lassen. Und absetzen. Einmal Arme abstützen, mal kurz ganz locker, lässig, bequem sitzen. Und dann ist die nächste Übung hier für unser Trizeps, für den linken Arm. Ihr geht hier an die vordere Kante ran. Entweder direkt auf dem Kasten oder auch das Kissen mit als Polsterung nehmen. Entscheidet selber. Wirklich vorne ran, nicht seitlich. So, Arme sind erstmal gestreckt. Relativ dicht am Kasten mit dem Po dran bleiben und jetzt hier Arme beugen und strecken. Ihr müsst gar nicht auftippen unten. Ja? So weit runter müsst ihr gar nicht. Wenn es so zu leicht ist, streckt die Beine aus. Wie gesagt, nicht auftippen. Dann seid ihr wahrscheinlich zu weit. Kurz vorher abbremsen. Und nochmal raufsetzen, um. Hände ausschütteln, Arme, Schultern kreiseln. Und dann machen wir unsere Ruderbewegung nochmal. Oberkörper wieder zurück, den Bauch rein, Beine nacheinander anheben. Und hier, zum Tippen, beugen und strecken. Ja, könnt auch gerne Hände an den Kasten nehmen zum Stabilisieren. Oder eben ganz auf dem Boden machen. Und wieder absetzen. Beine mal ganz weit öffnen und jetzt hängt euch mal hier richtig rüber. Kopf, Schultern hängen lassen. Arme richtig hängen lassen. Auch in der Position mal tief durchatmen. Und dann aufgerollt kommen. Und dann machen wir unsere Trizeps-Dips nochmal. Hände vorne ran. An den Kasten. Gerne auch Kissen und unterlegen. Mit dem Oberkörper dicht am Kasten dran bleiben. Und die Arme wieder beugen und strecken. Kurz vorher abbremsen mit dem Po. Also vom Boden nicht auftippen. Und wieder lang lassen und nochmal raufsetzen.
Ausschütteln. So, dann bleibt das Kissen drauf. Wir gehen mit dem Bauch auf. Ja, ich hoffe, ihr habt nicht gerade irgendwie was gegessen. Auch hier alle Übungen gehen komplett in Bauchlage auf der Matte. Ja, so Kissen rauf mit dem Bauch erstmal rauf. So, Hände locker vorne aufsetzen, ja, ganz entspannt. Und dann ganz viel Länge und Spannung in die Beine, Bauch ranziehen. Also Arme ein bisschen anlegen, ja, nicht hier hochschwingen. Und dann beide Beine gleichzeitig geschlossen, heben und senken, heben und senken. Wer jetzt vielleicht die Beine nicht hochkriegt, der muss ein Stückchen weiter raufwandern. Ja. So, versucht die Beine geschlossen zu lassen, am besten mit der Ausatmung heben, Einatmung senken. Oben halten die Beine, sind ganz lang und fest, geschlossen, halten, 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 halten und locker lassen. Spannung mal kurz rausnehmen, ein bisschen ausschütteln und dann gerne ein bisschen öffnen, Füße aufstellen, Spannung rein, die sollen jetzt auch stehen bleiben, die Füße. Vielleicht sogar wieder ein Stück zurückrutschen und zwar Hände hier hinter den Körper nehmen, hinter die Hüfte, den Oberkörper ganz rund machen und dann zieht ihr euch Wirbel für Wirbel hier nach oben raus, rüberhängen, aufrollen, Kinn zur Brust, Schultern dann auch, oben so im letzten Punkt mit nach hinten ziehen und lass die Füße stehen. Auch zum Boden schauen, schräg zum Boden, lange Hals. Und aushängen, Beine gerne auch kurz anwinkeln. Und dann nehmt ihr die Hände wieder nach vorne. So, jetzt die Beine nochmal anheben und strampeln. Denkt dran, wenn ihr sie nicht hochbekommt, die Beine, rutscht noch ein bisschen weiter rauf mit Hüft- und Oberschenkeln. So, auch beim Strampeln sind die Beine möglichst dicht. Arme sind angewinkelt. Theoretisch braucht man die gar nicht aufsetzen. Und auch wieder runternehmen. Kurz ausschütteln und dann auch wieder öffnen. Füße aufstellen. Ganz viel Spannung rein. Vielleicht auch wieder noch ein Stück zurückrutschen mit dem Oberkörper. So, jetzt den Oberkörper gleich hier nach oben rausziehen. Arme dicht am Körper anwinkeln. Und es bewegen sich nur eure Arme. Beugen und strecken. Daumen nach oben, Kinn zur Brust. Und haltet den Oberkörper oben. Füße stehen. Arme weit oben lang ziehen. Und auch wieder absetzen. Spannung kurz raus. Locker. Oh Gott, Tapete von der Wand gerissen. Herrje. So, kurz aus dem Konzept. So, Füße nochmal aufstellen. Jetzt nehmt ihr den Oberkörper nochmal hoch. Hände ineinander und ganz locker auf den Kopf legen. Hochziehen und jetzt hier nach rechts drehen und links drehen. Rechts, links. Schultern bleiben locker, nicht am Kopf rumreißen. Das ist eine kleine Bewegung. Und wieder in der Mitte bleiben. Senken. So, jetzt wollen wir alles, was so auf einmal geht, auf und ab bewegen. Sprich, Beine, Füße geschlossen aufstellen. Die Arme, also Oberkörper erstmal runter. Arme, Unterarme hier mal zusammennehmen. Und zwar
Beine heben und damit die Arme hier zur Seite öffnen. Alles senken. Hochziehen, senken. Zieht die Schulterblätter zusammen. Ausatmung hoch, Einatmung tief. Ausatmung hoch, Einatmung tief. Und locker lassen. Knie mal aufsetzen, hängt euch mal so entspannt, wie es halt geht. Hier mal kurz rüber. So, jetzt einmal noch auf die Hände kommen und die Beine nochmal ausstrecken. So, jetzt mal ruhig die Arme durchdrücken. Rechtes Bein anheben, Fuß Richtung Körper ziehen, linken Arm hoch, Daumen ist oben. Und hier am Anschlag wippen. Wenn es mit gestreckten rechten Arm jetzt nicht geht, also dem Stützarm, dann nehmt da ein bisschen Spannung raus, anlinke Spannung rausnehmen, genau. Links zeigt der Daumen nach oben, Schulter zur Hüfte schieben. Und wir wechseln die Seite. Linkes Bein, rechter Arm, linken Fuß zum Körper ziehen, ganz viel Spannung ins Bein. Rechter Daumen zeigt nach oben. Ihr schaut direkt gerade runter. Und auch wieder senken. So, jetzt geht er hier mal kurz runter. Bauch wieder rauskommen lassen. Stützt euch mal kurz auf. Füße auch aufstellen, ruhig relativ weit öffnen. Und ihr greift mal jetzt hier an die Kante, geht vielleicht sogar noch ein Stück zurück und hängt einfach mal durch. Wer vielleicht jetzt so gar nicht rankommt an den Kasten oder auch ist in den Beinen unangenehm ist, nehmt einfach mal hier die Spannung raus, winkelt die Beine an. Ja. Es geht mir darum, dass der Rücken wirklich gerade ist, vielleicht sogar ein bisschen überstreckt wird. Ja, geht gar nicht um die Beine. Die könnt ihr gerne auch anwinkeln. Könnt auch so ein bisschen im Oberkörper wippen, schwingen, je nachdem, wie viel Bewegungsspielraum ihr da noch habt. Und dann mal Wirbel für Wirbel nach oben aufrollen. So, dann kommt noch eine Übung in Seitenlage auf dem Kissen, auf dem Kasten oder eben auf der Matte. So, wir legen uns relativ mittig, ja, mit dem Hüftteil, der sonst auf dem Boden vielleicht drückt, auf den Kasten rauf. Kommen hier in den Stütz. So, Hand ist ungefähr unter der Schulter, ja, also dass der Arm senkrecht ist. Und dann lassen wir mal hier die Beine wippen. Hüfte senkrecht. Wippen, gar nicht bis runter sinken lassen, sondern immer wippen, dass hier immer Spannung im seitlichen Rumpf ist. Wenn es gar nicht geht, nehmt Spannung auch aus dem Arm raus, ja, wieder anwinkeln. Beine still oben halten und jetzt das obere Bein heben und senken. Und locker lassen. Wir setzen uns nochmal auf, bevor es dann auf die andere Seite geht. Und zwar Oberkörper nochmal ein bisschen zurücklehnen, Beine nochmal nacheinander anheben. Wer schafft, streckt die Beine mal aus und lässt sie jetzt hier überkreuzen. Zieht den Bauch richtig ran, Arme, Schulter möglichst locker lassen. Und die Füße nah aneinander absetzen. Und wir hängen uns hier gleich nochmal durch. Rüber hin. Beine sind geöffnet. Sinkt mit dem Oberkörper so weit durch die Beine durch, wie es geht. Kopf, Arme, Schultern hängen. Mit vollem Gewicht runter. In dieser Position mal richtig tief ein- und ausatmen. Und dann wieder Wirbel für Wirbel nach oben aufgerollt kommen. Und dann legen wir uns natürlich noch auf die andere Seite. Und danach kommt der Kasten weg. So, wieder mittig rauf hier. Hand aufstellen.
Hüfte liegt senkrecht. Hand ist in etwa unter der Schulter. Beine sind lang, Füße ranziehen und wir lassen die Beine wippen. Beine oben halten und nur das obere Bein abspreizen, senken. Und absetzen. So, dann könnt ihr runtergehen vom Kasten und schiebt ihn zur Seite, rollt eure Matte aus, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Gerne auch Schuhe ausziehen, wer mag. Dann erstmal auf den Bauch legen. So, atmet hier nochmal tief durch und dann schnappt ihr euch erstmal den rechten Fuß, Ferse zum Po ranziehen. Und die Seite wechseln, anderen Fuß greifen. Auch wieder lösen. Hände ganz dicht neben dem Körper aufsetzen, Füße aufstellen. Maximale Länge und Spannung in den Körper bringen. Mit der nächsten Ausatmung drückt ihr euch gestreckt hoch. Bleibt oben und Knie absetzen. So, wir wollen im Wechsel hier aufdrehen. Und immer wenn euer Arm oben ist und ihr die Hand auch hinterher schaut, macht ihr hier noch so einen kleinen Zwischenwipper. Senken. Immer wechselseitig oben einen Zwischenwipper. Arm anschlag. Das kann ruhig ein bisschen ziehen vorne an der Schulter, an der Brustmuskulatur. Macht in Ruhe. Jede Seite noch einmal. Absetzen und mal so einen richtig schönen Katzenbuckel machen. Eure Schulterblätter sollen spürbar auseinanderwandern. Lendenwirbelsäule hochdrücken. Und gerade machen. Aus der Position heraus jetzt Liegestütze machen. Für nochmal hier für den linken Arm, wie vorhin, für den Trizeps. Und zwar bleiben eure Ellenbogen, Oberarme ganz dicht hier am Brustkorb. Ja, nicht zur Seite weg eiern, die bleiben am Brustkorb. Ihr spürt mit den Ellenbogen euren Brustkorb. Zwei noch. Und oben bleiben, Po wandern Richtung Fersen. Gerne die Beine auch mal richtig deutlich öffnen. Und dann krabbelt er mit den Fingerspitzen nach vorne, Kopf auf der Stirn ablegen. Und mal tief ein- und ausatmen. Lasst die Arme dann auch ganz locker. Und dann kommt ihr Stück für Stück nach oben und setzt euch mal hin. So, stellt die Füße mal beide auf. Matte runter. So, und zwar Hände irgendwie aufsetzen, total egal wie. Hüfte hoch
Und ihr versucht mal, die rechte Hand zum linken Fuß zu bringen, die linke Hand zum rechten Fuß. Wenn das so nicht gehen sollte, dann macht ihr nur hier die Beine. Ja. Atmen. Und absetzen. Wieder kurz ausschütteln. So, dann streckt aber nur euer rechtes Bein aus. Schon ziemlich nach vorne. Und das linke Bein anwinkeln, dass die Fußsohle hier an den Oberschenkel kommt. Und dann versucht ihr euch so weit wie möglich vorzulehnen. Kopf hängen lassen. Wer bis vorne kommt, der kann hier ruhig mal auch den Fuß richtig zum Körper ranziehen. Ja, dass man ein bisschen das Gefühl hat, dass das Bein überstreckt wird. Ja, vielleicht geht sogar die Ferse vom Boden weg. Also jetzt mit den Schuhen ein bisschen schwierig, aber wer vielleicht schon barfuß ist, ruhig richtig ranziehen. Ja, dass es bis hoch in die Wade, in die Kniekehle zieht. Und lösen. Ausschütteln, Seite wechseln. Linkes Bein lang. Rechte Fußsohle in den Oberschenkel. Linken Fuß an sich zum Körper ziehen. So weit vorlegen, wie es geht. Kopf hängt. Und hier auch wieder. Ja, wer wirklich bis vorne kommt, den Fuß greifen kann, der zieht da ruhig kräftig dran. Als wenn er die Ferse vom Boden wegziehen möchte. Und ihr mit dem Oberkörper vorgelehnt bleiben. Ja, also nicht automatisch hochkommen, sondern ihr bleibt schon vorne. Auch hier, dass die Wade richtig zieht. Kniekehle vielleicht auch. Und auch wieder hochkommen. Ausschütteln. So, dann setzt ihr die Hände nochmal hinten irgendwie auch. Total egal wie. Und ihr legt mal, halt mal im Sitzen, den rechten Fuß hier an den linken Oberschenkel ran. Könnt ihr das Bein erstmal ausstrecken, das linke, so rauflegen und dann den linken Fuß aufstellen. Und dann kommt ihr so weit mit dem Fuß rangerutscht, bis es euch hier unten am Po, am Oberschenkel zieht. Aber hier nicht so drin hängen, sondern ihr bleibt schon gerade. Ja? Und auch nicht hier wegkippen, auch da in der Achse bleiben. Ja, drückt. Also wirklich Brust raus, Bauch rein. Gestreckte Arme. Vielleicht sogar noch dichter kommen mit dem Fuß Richtung Ferse. Und locker lassen. Ausschütteln. Und dann auch hier. Legt erstmal den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel. Stellt dann den Fuß erstmal auf, spürt mal hinein in den linke Pobacke, linken Oberschenkel. Dann vielleicht mit dem rechten Fuß noch ein Stück dichter wandern, aber gerader Oberkörper, also gestreckte Wirbelsäule, lange Arme. Wenn er merkt, oh, geht noch ein Stückchen mit dem Fuß Richtung Po zu wandern, dann macht das. Aber hier nicht drin hängen, schiebt euch raus. Vielleicht merkt ihr auch einen Unterschied zwischen rechts und links. Und auch wieder locker lassen, ausschütteln. Und dann legen wir uns auf den Rücken. So, erstmal tief durchatmen, Beine ruhig nochmal ausschütteln und dann zieht er den Bauch an, Beine nacheinander 90 Grad in der Luft anwinkeln, Arme hoch, rechten Arm, linkes Bein Richtung Boden ausstrecken, wieder hochziehen und die Seite wechseln. Wer möchte, hebt Kopf und Schultergürtel noch mit an, ja, wird für den Bauch etwas intensiver.
am besten mit der Ausatmung, Ausstrecken, Einatmung zum Körper ranziehen. Aber viel wichtiger ist, dass er überhaupt atmet. Und dann alle Oberkörper runter, Knie mal zur Brust ranziehen und greift um eure Beine entspannt rum. Wer mag, schlenkert. So, die Beine lasst ihr so, legt die Arme mal ganz locker über Kopf ab. Über die Bauchmuskeln versucht ihr die Knie noch weiter zur Brust zu ziehen. Versucht die Hüfte, die Lendenwirbelsäule vom Boden wegzuziehen und wieder zurückzurollen. Füße und Unterschenkel bleiben aber hängen. Kein Schwung damit holen. Und dann die Füße hüftbreit wieder aufstellen, ausschütteln, kräftig in den Bauch ein- und ausatmen. So, Füße bleiben stehen bei der nächsten Übung, jetzt sind die schrägen Bauchmuskeln dran. Und zwar, immer im Wechsel, greift die rechte Hand am linken Oberschenkel vorbei, zurückrollen, ohne ganz abzulegen und dann linke Hand am rechten Oberschenkel. Ja, immer im Wechsel rausschieben, dass die Schulterblätter im Wechsel den Boden verlassen. Rechts, links, rechts. Ihr könnt auch außen antippen am Knie, am Oberschenkel. Zieht euch da richtig rüber und raus. Nicht kleiner werden in der Bewegung. Und liegen bleiben. Wieder die Bauchdecke. Einmal kräftig nach oben rausschieben. So, dann Beine nochmal 90 Grad anwinkeln. Hände an die Oberschenkel. Jetzt im Wechsel die Beine ausstrecken, anwinkeln und dann hier kurz gegendrücken. Druck locker. Beine beugen, strecken, Druck locker. Beine beugen, strecken, Druck locker. Versucht mal dabei ausnahmsweise ganz aktiv eure Lendenwirbelsäule in den Boden zu drücken. Die soll da bleiben. Ausstrecken, anwinkeln, drücken locker. Ausstrecken, anwinkeln, drücken locker. Und dann wieder absetzen, die Füße ausschütteln. So, dann nehmt ihr die Arme hier nochmal in den Körper. Füße stehen auf den Fersen. Letzte Bauchmuskelübung. Ihr versucht jetzt mal den Oberkörper gerade so hoch zu ziehen, dass die Lendenwirbelsäule kurz vom Boden weggeht. Wirbel für Wirbel, also hier kurz wegziehen, abrollen, nicht den Kopf ablegen. Fersen bleiben stehen, Ausatmung hoch, Einatmung tief, nicht so hoch wie es geht. Das wird jetzt nicht bei jedem gehen, ja, aufgrund der Rückenform, dann macht er nur hier eine kleinere Bewegung. Trotzdem zieht sich jeder so hoch, wie er kann. Ausatmung hoch, Einatmung tief. Nicht mit dem Kopf Schwung holen.
und einmal noch. Und liegen bleiben. Legt die Arme neben dem Körper ab, stellt die Füße locker auf und rollt dann mit der Hüfte ganz locker, ganz entspannt, Wirbel für Wirbel nach oben und Wirbel für Wirbel nach unten ab. Ganz entspannt. Atmet dabei auch nochmal tief ein beim Aufrollen und beim Abrollen ausatmen. Die Knie, die Oberschenkel bleiben im gleichen Abstand. Einmal noch. Und dann bleibt die Hüfte schon wieder liegen. Die Arme auf Schulterhöhe zur Seite legen. Arme bilden eine Linie. Füße stehen geschlossen und ihr lasst die Knie erstmal nur ein paar Zentimeter nach rechts und links schlenken. Locker starten. Immer größer und größer werden im Schlenkern. Beine fallen irgendwann bis zum Boden. Und dann nehmt ihr jetzt auch den Blick mit in die entgegengesetzte Richtung. Beine rechts, Blick links und umgekehrt. Ganz locker, jeder in seinem Tempo. Lasst die Beine mal rechts, schaut nach links. Atmet nochmal tief in den Bauch ein und aus. Dann geht der Blick nach oben, ein Bein nach dem anderen, hoch zum Beinefall nach links, ihr schaut nach rechts. Wieder alles ganz locker lassen, nochmal tief ein- und ausatmen. Geht wieder nach oben, ein Bein nach dem anderen hochziehen. Dann zieht ihr die Knie nochmal nacheinander zur Brust ran und geht mit den Händen direkt oben auf die Knie rauf. Hängt die Beine in eure Hände rein und lasst die Beine dann in eine Richtung kreisen. Lasst die Arme arbeiten. Die Füße, die Unterschenkel hängen runter. Atem fließt ruhig und gleichmäßig ein und aus. Andersherum. Dann zieht ihr die Knie nochmal richtig zur Brust ran, greift hier nochmal rum und den Kopf mit an. Ihr macht euch mal so klein und rund, wie es nur geht. Schultern bleiben aber tief, kurz so liegen bleiben. Und dann Oberkörper ablegen, Füße nacheinander aufstellen, ausstrecken am Boden, dort nochmal ausschütteln. Atmet dann nochmal durch die Nase richtig viel im Bauch- und Brustkorb ein und ganz, ganz bewusst aus. Und dann ruhig auch noch ein zweites Mal. Und dann nehmt ihr die Arme über Kopf und regelt und streckt euch. Zieht auch hier jetzt die Hüfte nochmal mit hoch und tief. Und alles rausschieben. Zieht die Bauchdecke lang, tief einatmen und mit der Ausatmung locker lassen.
Und gleich nochmal ganz, ganz viel Länge und Spannung in den Körper bringen. Atmet nochmal richtig tief ein und beim Ausatmen locker lassen. Beine nochmal ausschütteln, Schultern nochmal so ein bisschen kreisen lassen, Arme ausschütteln. Und dann über die Seite oder mit Schwung nach oben in den Sitz hochkommen. Oder auch liegen bleiben. Und dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich wünsche euch eine schöne Woche und dann bis nächsten Montag. Bis denne. Tschüssi.